I'm going to help out a lecture for Carmen Mersch, who is ill, unfortunately. I'm going to help a lecture in German. Yeah? Is it necessary? Yeah, of course, for you. I'm going to help a lecture in German because it's written in German. If I'm too fast, try to give me a sign, yeah? Okay. Spannungsverhältnisse. Zwischen Vermittlung, Kunst, Dekonstruktion und Transformation. Erstens, vier Diskurse der Kunstvermittlung. Aus institutioneller Perspektive lassen sich gegenwärtig vier verschiedene Diskurse der Kunstvermittlung beobachten. Der erste, sehr häufig anzutreffende, ist der affirmative. Dieser schreibt Kunstvermittlung die Funktion zu, das Museum in seinen durch die ICOM festgelegten Aufgaben, Sammeln, Erforschen, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln von Kulturgut, effektiv nach außen zu kommunizieren. Kunst wird als spezialisierte Domäne begriffen, für die sich in erster Linie eine Fachöffentlichkeit zu interessieren hat. Mit dieser Funktion verbundene, häufig anzutreffende Praktiken sind Vorträge, andere Begleitveranstaltungen und Medien wie Filmprogramme, Expertinnenführungen oder Ausstellungskataloge. Sie werden von autorisierten Sprecherinnen der Institution gestaltet, die sich an eine ebenso spezialisierte und selbstmotivierte, von vornherein interessierte Öffentlichkeit wenden. Den zweiten, ebenfalls dominanten Diskurs möchte ich als reproduktiven bezeichnen. Hier übernimmt Kunstvermittlung die Funktion, das Publikum von morgen heranzubilden und Personen, die nicht von alleine kommen, an die Kunst heranzuführen. Ausstellungshäuser und Museen werden dabei als Institutionen entworfen, die wertvolles Kulturgut öffentlich zugänglich machen, die aber mit hohen symbolischen Schwellen versehen sind. Einem möglichst breiten Publikum soll der Zugang zu diesen Gütern ermöglicht und bei diesem Publikum vermutete Schwellenängste sollen abgebaut werden. Mit diesem Diskurs verbundene Praktiken sind zum Beispiel Workshops für Schulklassen und Fortbildung für die Lehrpersonen, Kinder- und Familienprogramme oder Angebote für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Dispositionen, sowie ereignisorientierte Veranstaltungen mit hohen Publikumszahlen wie lange Nächte oder Museumstage. Sie werden in der Regel von Personen mit einer zumindest minimalen pädagogischen Expertise, von Museumspädagoginnen und von Kunstvermittlerinnen gestaltet. Der dritte, der dekonstruktive Diskurs, ist seltener zu finden. In diesem wird Kunstvermittlung die Funktion zugewiesen, das Museum, die Kunst und auch die Bildungs- und Kanonisierungsprozesse, die in diesem Kontext stattfinden, gemeinsam mit dem Publikum kritisch zu hinterfragen. Ausstellungsorte und Museen werden dabei in erster Linie in ihrer gesellschaftlich zurichtenden und disziplinierenden Dimension als Distinktions-, Exklusions- und Wahrheitsmaschinen begriffen. Kunst wird außerdem selbst in ihrem dekonstruktiven Potenzial anerkannt. Eine Kunstvermittlung, die selbst künstlerische Merkmale aufweist, von Kunst aus gedacht ist, wird paradigmatisch gesetzt. Mit diesem Diskurs verbundene Praktiken sind zum Beispiel Interventionen in Ausstellungen von und mit Künstlerinnen und Kunstvermittlerinnen, wobei die Mitwirkung des Publikums intendiert sein kann, aber nicht muss. Auch hier finden sich Angebote, die sich an Gruppen wenden, welche in Bezug auf die Institutionen als ausgeschlossen und benachteiligt markiert sind. Allerdings dominiert bei den Angeboten im Zeichen dieses Diskurses ein institutionskritischer Anspruch. Während das im reproduktiven Diskurs bestimmte Inklusionsbegehren gegenüber solchen Gruppen als monodirektionaler Paternalismus kritisiert wird. Auch Führungen gehören zu den Artikulationsweisen,
des dekonstruktiven Diskurses, insofern sie das Ziel mitverfolgen, die Autorisiertheit der Institution zu kritisieren, zu relativieren und als eine Stimme unter vielen sichtbar zu machen. Der vierte, bislang noch am seltensten zu findenden Diskurs ist der transformative Diskurs. Kunstvermittlung übernimmt in diesem die Aufgabe, die Funktionen der Ausstellungsinstitution zu erweitern und sie politisch als Akteurin gesellschaftlicher Mitgestaltung zu verzeichnen. Ausstellungsorte und Museen werden in diesem Diskurs als veränderbare Organisationen begriffen, bei denen es weniger darum geht, Gruppen an sie heranzuführen, als dass sie selbst aufgrund ihrer durch lange Isolation und Selbstreferenzialität entstandenen Defizite an die sie umgebende Welt, an ihr lokales Umfeld herangeführt werden müssen. Unter anderem beinhaltet der transformative Diskurs die Frage, inwiefern die Mitgestaltung unterschiedlicher Öffentlichkeiten langfristig für den Erhalt der Institution notwendig sind. Allerdings weniger aus quantitativen Erwägungen heraus als aufgrund der Anforderungen der Wissensgesellschaft und damit einhergehender Kurzlebigkeit und Fragwürdigkeit eines engen Konzeptes von Expertinnenwissen. Die mit diesem Diskurs verbundenen Praktiken arbeiten gegen die kategoriale oder hierarchische Unterscheidung zwischen kuratorischer Arbeit und Vermittlung. Grundlegend ist, dass sie die Funktionen der Institution in Zusammenarbeit mit dem Publikum nicht nur offenlegen oder kritisieren, sondern ergänzen und erweitern. Hierzu gehören Projekte, die mit unterschiedlichen Interessensgruppen autonom vom Ausstellungsprogramm durchgeführt werden, oder Ausstellungen, die durch das Publikum bzw. spezifische gesellschaftliche Akteure gestaltet werden. Die vier Diskurse sind weder im Sinn verschiedener Entwicklungsstufen hierarchisch noch streng historisch-chronologisch zu denken. In der Vermittlungspraxis sind meistens mehrere von ihnen gleichzeitig am Werk. Carmen Mörsch führt das jetzt an Beispielen aus, die auf der Documenta 12 entstanden ist. Ihre Rolle war damals, ich gehe jetzt vom Text weg, sondern spreche frei, ja? Ihre Rolle war damals, die Kunstvermittlung für die Documenta 12 zu konzipieren und dann aber ein Forschungsprojekt zu leiten, in dem am Ende 20 der 80 Kunstvermittlerinnen der Documenta 12 zusammengearbeitet haben, um herauszufinden, wie sich Kunstvermittlung im Rahmen einer solchen Großausstellung gestaltet. Auf der Folie hier oben sehen Sie die Weise, wie Documenta 12 sich selbst repräsentiert. Sie zeigt, dass es 109 Künstlerinnen aus 43 Ländern gab, 754.301 zahlende Gäste, 4.390 akkredierte Professionelle und 15.537 Journalistinnen aus 52 Ländern. Das zu bearbeiten war die Aufgabe der Kunstvermittlung. Die Kunstvermittlung auf der Documenta 12 hatte verschiedene Aktionsfelder. Das erste größte Aktionsfeld waren die sogenannten Führungen. Hierbei muss gesagt werden, dass im Vergleich zu Documenta 11 und 10 das Prinzip der Führung nicht nur auf eine Stunde begrenzt war, sondern auf zwei, was 2007 im Rahmen der Documenta 12 schon als riskant erschienen ist, weil zwei Stunden viel Zeit sind im Leben eines Besuchers, der nur eine Tageskarte hat und in 8 Stunden die ganze Documenta gesehen haben muss. Diese Führungen waren so angelegt, dass die Vermittlerinnen nicht nur als autorisierte Sprecherin der Institution agierten, sondern versuchten, dialogisch zu arbeiten. Das heißt, dass sie innerhalb der Führung versucht haben, das Thema Bildung selbst zum Thema zu machen. Das heißt, sie haben darüber gesprochen,
mit dem Publikum, welche Rolle sie einnehmen, um auch das Publikum möglicherweise mit den Erwartungen an die Rolle der Kunstvermittlerin zu konfrontieren und darüber in einen Dialog zu kommen, wie Rezeption von Kunst und die Vermittlung von Kunst im Museum stattfindet oder auch stattfinden könnte. Dazu hin gab es ein Kinder- und Jugendprogramm, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute hier für Carmen sitze. Ich habe das damals geleitet. Dieses Kinder- und Jugendprogramm arbeitete im Grunde dekonstruktiv, weil mit den Kindern induktiv gearbeitet wurde, nicht deduktiv. Das heißt, zuerst wurden performative Übungen gemacht zur Raumnahme der Ausstellung, um dann erst mit der Kunst in die Begegnung zu kommen. Die Möglichkeit bestand auch, Künstlerinnen der Documenta einzuladen, die Workshops gemacht haben mit den Kindern und Jugendlichen, um auch hier eine Begegnung herzustellen zwischen zwei Ebenen, die sich üblicherweise bei der Documenta nicht berühren, Produzentin und junges Publikum. Dann gab es zahlreiche Vermittlungsprojekte von Kunstvermittlerinnen. Im Vorfeld gab es schon ein Budget, um individuelle Projekte zu verwirklichen, jenseits der Führung. Das waren Projekte, die konnten eine Woche dauern oder über die ganze Documenta sich hinziehen, und hatten im Grunde den Versuch gestartet, transformativ zu arbeiten. Sie sehen hier ein Bild aus einem Projekt, das hieß Sprechen und Stillen. Zwei Mitgliedern des Kunstvermittlungsteams war aufgefallen, dass junge Familien mit Säuglingen nicht zum Publikum der Ausstellung gehören. Der Ausstellungsbesuch war für sie auch mehr als unbequem, aufgrund der Tatsache, dass es keine Orte gab, um sich hinzusetzen, das Kind zu stillen, zu wickeln, sich auszuruhen. Aufgrund dieser Beobachtung haben Marvin Altner und eine Künstlerin das Projekt Sprechen und Stillen gestartet, um offensiv diese Publikumsgruppe in die Ausstellung einzuladen und auch sichtbar zu machen. Dafür wurden auch ein Vermittlungszeitplan entworfen, der es eben ermöglichte, sich zwischendurch um die Kinder zu kümmern, und Orte für Gespräche wurden spontan in Krabbelplattformen umdefiniert. Das ist nur ein Beispiel. Es gab noch zahlreiche Beispiele an Kunstvermittlungsprojekten der Vermittlerinnen. Die sind alle aufgeführt auf der Website der Documenta 12 und auch in einem Buch, was Carmen Mörsch zusammen mit ihrem Forschungsteam hernach herausgebracht hat. Ich habe heute die deutsche Version dabei, das gibt es auch auf Englisch. Die Idee bei diesen Vermittlungsprojekten war, im Grunde Documenta zu dekonstruieren als ein Apparat, als ein Museum, der Ausschlüsse erzeugt, und Documenta zu dekonstruieren in der Form, dass auch ein kanonisches Wissen entsteht, wenn eine große Maschine wie die Documenta sagt, was jetzt zeitgenössische Kunst ist. Alle gezeigten Beispiele haben aber eine Vermischung der Diskurse, die Carmen Mörsch aufführt, und zwar eine Vermischung aus dem affirmativen, dem reproduktiven und dem dekonstruktiven Diskurs. Jetzt geht es weiter zum transformativen Diskurs. Und ich gehe wieder zurück in den Text. Es ist nicht zu verleugnen, dass die Reibungsenergie zwischen Vermittlung und Institution in aller Regel steigt, je stärker der dekonstruktive und der transformative Diskurs zum Tragen kommen. In der Kunstvermittlung im Zeichen der Dekonstruktion und Transformation existieren zudem zahlreiche Spannungsfelder und Widersprüche, die weniger als Hindernisse, denn als Grundlage für die Arbeit betrachtet werden können. Eines betrifft die Spannung zwischen der Produktion von Ausschlüssen und dem Paternalismus gezielter Einladungs- und Inklusionspolitiken. In der Tradition einer kritisch selbstreflexiven Vermittlungsarbeit werden paternalistische Adressierungen von sogenannten Benachteiligten,
bildungs- und kunstfernen Gruppen, die nicht von alleine in die Ausstellung kommen, auf ihren Paternalismus und ihre disziplinatorische Dimension hin befragt. Die Frage ist, was bedeutet es, Gruppen einzuladen, die nicht von alleine kommen, ohne ihnen entweder Möglichkeiten einer Mitgestaltung und einer Veränderung kuratorischer und institutioneller Inhalte und Gegebenheiten zu eröffnen? Oder zumindest die Bedingungen ihres in der Ausstellung Seins und eigenständige Nutzungsmöglichkeiten der Ausstellung zum Gegenstand der gemeinsamen Reflexion und Entwicklung zu machen. Es bedeutet, dass die Vermittlung als bildungsbürgerliches Missionsprojekt agiert. Umgekehrt finden viele der künstlerischen und kuratorischen Projekte im Zuge des Educational Turn oder in kritischer Perspektive ausschließlich mit habituell sehr ähnlich verfassten Akteurinnen statt. Aus dem Wunsch heraus, auf keinen Fall paternalistisch zu agieren, richten sie sich nur an die, die von selbst ein Interesse an der Teilnahme haben und perpetuieren dadurch soziale Ungleichheit. Auf Einladungspolitiken und auf die Arbeit an Inklusion zu verzichten, ist nicht die Antwort auf Paternalismus. Eine kritische, kuratorische und vermittelnde Praxis kann diesen Widerspruch nicht auflösen, sondern muss die Arbeit in der Ambivalenz betreiben, in einem Zustand des permanenten sich selbst Widersprechens. Dabei könnte eine Allianzbildung im Sinne eines gemeinsamen Reflektierens und Entwickelns von Handlungsmöglichkeiten Perspektiven aufzeigen. Ebenso bei einem weiteren Spannungsfeld, welches den Wunsch der Kooperation auf Augenhöhe betrifft. Wenn eine Kulturinstitution sich in Kooperation zum Beispiel mit einer kleinen Bildungseinrichtung begibt, so tut sie das aus einer machtvollen Position heraus. Diese ist nicht immer materiell begründet, sondern zuvorderst im kulturellen und sozialen Kapital. Daher ist eine aktive Arbeit an der Herstellung von Verhältnissen auf Augenhöhe notwendig, die von der Institution in Kooperation mit ihren jeweiligen Partnerinnen betrieben werden musste. Alle drei professionellen Felder, das Kuratieren, die Programmgestaltung, die auf Partizipation und Bildung ausgerichtete Kunstproduktion und die Vermittlung, teilen Erfahrungen wie die, dass aktiv ein Projekt Mitgestaltende leicht zum Material für Projekte degradiert werden können. Oder dass eine ausgeglichene Interessenslage unversehens in die Ausbeutung von Arbeitskraft mit dem Argument symbolischer Entschädigung umkippen kann. Ein multiperspektivisches Nachdenken und Entwickeln von Handlungsoptionen könnte dazu beitragen, die Selbstreflexivität und das Fällen bewusster und begründeter Entscheidungen zu fördern. Mit dem Nachdenken über das Agieren in Machtverhältnissen verbunden ist ein drittes Spannungsfeld. Dieses betrifft die Frage nach den Ästhetiken von Projekten an der Schnittstelle von Kunst und Bildung. Während Kulturinstitutionen ein hochempfindliches Sensorium gegenüber der je nach Institution guten oder eher coolen Form pflegen, sind die von Teilnehmenden und Kooperationspartnerinnen gewünschten Selbstrepräsentationen oder hergestellten Produkte möglicherweise nicht immer mit diesen Ansprüchen vereinbar. Es treffen hier unterschiedliche Notwendigkeiten, Qualitätsvorstellungen und Interessen in Bezug auf Darstellungsweisen aufeinander. Von institutioneller Seite her heißt die Antwort auf diese Spannung bislang häufig Einverleibung oder Ausschluss. Entweder ein Projekt passt sich den Gestaltungsparametern des im jeweiligen künstlerischen Feld Anerkannten an, oder es wird nicht sichtbar oder findet gar nicht erst statt. Selbstreflexive Vermittlung dagegen versucht, die ästhetische Artikulation aller Beteiligten ernst zu nehmen. Dies geht jedoch zuweilen zulasten einer informierten und elaborierten formalen Gestaltung von Sichtbarkeit,
die wiederum dem Projekt und seinen Akteuren in vielen Fällen nützen könnte. Auch bei dieser Gratwanderung und den damit verbundenen Aushandlungsprozessen würde ein Austausch zwischen Vermittlung, kuratorischer und künstlerischer Praxis möglicherweise zu interessanten Ergebnissen führen. Ein Beispiel aus der Vermittlungs- und Kooperationspraxis zwischen einer selbstorganisierten Gruppe und einer großen Ausstellungsinstitution soll nun, das ist das Beispiel, was folgt, Ansätze für den Umgang mit den genannten Spannungsfeldern aufzeigen. Jetzt, in den Jahren 2009 und 2010 fand in der Schweiz das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Kunstvermittlung in Transformation statt. Darin arbeiteten 4 Kunsthochschulen mit 6 Museen zusammen, um die Vermittlung an den Museen forschend weiterzuentwickeln. Das Institute for Art Education der Zürcher Kunsthochschule kooperierte in diesem Rahmen mit dem Museum für Gestaltung Zürich und entwickelte verschiedene Pilotprojekte. Eines bestand aus einer Kooperation von Nora Landkammer, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institute for Art Education, mit dem Verein Bildung für alle und dessen Projekt Autonome Schule. Hopp. Da stimmt was nicht. Doch. Die Autonome Schule bietet Deutschkurse und andere Aktivitäten für Menschen an, die ausgeschlossen von formalen Bildungssystemen in Zürich leben. Nora Landkammer kontaktierte die Organisation in Zusammenhang mit dem Plan zu der Ausstellung Global Design des Museums für Gestaltung, die sich mit den Auswirkungen der Globalisierung auf Gestaltung auseinandersetzte. Sie kontaktierte diese, um ein Vermittlungsprojekt zu entwickeln. Das ist eine Folie der Ausstellung, der Website. Die Ausstellung sollte Anlass für eine Auseinandersetzung über Globalisierung und Visualität werden, bei der alle Beteiligten, auch das Museum, lernen würden. Schon durch die Ansprache einer kleinen, auf freiwilliger Arbeit basierenden Selbstorganisation migrantischer und nicht-migrantischer Akteure seitens einer Forschungsinstitution, die an einer großen Kunsthochschule angesiedelt ist, befand sich dieses Projekt in dem genannten Widerspruch, Augenhöhe von einer Machtposition aus herstellen zu wollen. Im konkreten Fall wurde dieser Widerspruch zum einen dadurch gestaltbar und aber nicht auflösbar, dass die Gruppe im Umgang mit ungleichen Machtverhältnissen sehr bewusst agierte, ebenso die Kunstvermittlerin. Gleich zu Beginn stellte die Gruppe die Frage nach der Rollenverteilung in dem Projekt und danach, wer in welcher Weise von der Zusammenarbeit profitierte. Die Gruppe wollte sich nicht für Forschungszwecke instrumentalisieren lassen und auch nicht dazu dienen, das Museum mit symbolischem Mehrwert auszustatten. Sehr genau wurde in allen Phasen der Zusammenarbeit darauf geachtet, dass die Interessen aller Beteiligten offen artikuliert, immer wieder überprüft und im Sinne eines minimalen Gleichgewichts gewahrt wurden, ohne dabei die Tatsache der ungleich verteilten Ressourcen zu verleugnen. So wurde zum Beispiel gemeinsam entschieden, dass die Kunstvermittlerin und ein Mitglied der Gruppe das Projekt im Team leiteten. Wichtig war in diesem Zusammenhang auch, dass das konkrete Vorgehen und die Inhalte im Projekt nicht von der Vermittlerin vorfabriziert, sondern gemeinsam in der Gruppe entwickelt wurden. Dementsprechend erhielt das Projekt den sehr offenen Namen Atelier. Die Bezeichnung für eine Werkstatt, in der sich Unerwartetes und Ungeplantes in unterschiedlichen Arbeitsformen ereignen kann. Oh, das war nicht geplant. Das ist es. Gemeinsam besuchte die Gruppe, die aus 15 Interessierten bestand, die in der Autonomen Schule Deutsch lernten, zunächst mehrmals die Ausstellung und führte Gespräche mit der leitenden Kuratorin. Bei den Ausstellungsbesuchen wurde der erste Widerspruch artikuliert, die Wir-Adressierungen in den Ausstellungstexten und im Katalog
richteten sich ausschließlich an die relativ wohlhabenden und vor allem legalisierten Mitglieder der Gesellschaft. Beispielsweise bei der Betonung, dass es heutzutage normal sei, alles mit Kreditkarte zu bezahlen. Genauso verhielt es sich mit den in der Ausstellung befindlichen Gegenständen, bei denen der Gruppe gleich auffiel, dass die meisten davon für sie unerschwinglich oder aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht zugänglich waren. Die Einladung an eine Gruppe, in der Ausstellung präsent zu sein und mit Inhalten zu arbeiten, die eigentlich nicht für sie gemacht und gedacht waren, produzierte ein Spannungsverhältnis von Paternalismus und Öffnung der Institution. Um damit umzugehen, wurde darauf verzichtet, im Sinne einer Zielgruppenansprache mögliche Interessen der Gruppe vorab zu definieren. Stattdessen wurde ein Diskussionsraum eröffnet, um in der Gruppe gemeinsam herauszuarbeiten, was die eigenen Positionen und Interessen gegenüber dem Museum und der Ausstellung sein könnten. Dies bedeutete, das Projekt weniger als Partizipation, denn als Kollaboration mit der Institution zu begreifen, mit einem entsprechend offenen Ende, was die Resultate betraf. Im Anschluss an die Ausstellungsbesuche beschäftigte sich die Gruppe in verschiedenen Workshops mit visuellen Medien und entwickelte Annäherungen an den Stadtraum durch die Karten unter dem Blickwinkel der Globalisierung und entlang der Themen, die auch die Ausstellung strukturierten. Mobilität, Kommunikation, Wirtschaft und Kontrolle. Die Gruppe entschied sich im Laufe dieser Erkundungen, die vier Themen aus der Sicht derer zu bearbeiten, die illegalisiert in Zürich leben und dort bleiben wollen. Bei der Arbeit im Stadtraum war es von Seiten der Institution ein weiteres Mal nötig, aktiv an die Herstellung von Augenhöhe bzw. der Umverteilung von Ressourcen zu arbeiten. Die Kameras wurden für die Teilnehmenden des Ateliers vom Institute for Art Education ausgeliehen. Die Geräte wurden jeweils mit einem Begleitbrief versehen, damit keiner der Beteiligten ohne Papiere bei einer Polizeikontrolle in den Verdacht geraten würde, eines davon gestohlen zu haben. Das Leitungsteam brachte nach einigen Treffen die Idee ein, gemeinsam eine Publikation zu produzieren, die anderen Leute in der gleichen Situation helfen sollte, sich in Zürich zurechtzufinden. Ein Bleibeführer in ironischer Replik auf die allgegenwärtigen touristischen Reiseführer. Die nächsten Monate vergingen mit der kollektiven Entwicklung dieser Publikation. In dieser Phase bestand Gelegenheit, in dem dritten der genannten Spannungsfelder zu arbeiten, dem, das aus unterschiedlichen Ästhetiken resultiert. Denn die Frage nach der Ästhetik des Bleibeführers, nach seiner Form, seinem Erscheinungsbild war nicht leicht zu beantworten. Die Mitglieder der Gruppe kamen aus unterschiedlichen Schichten und geopolitischen Regionen und hatten heterogene Zugänge zur Formgebung. An dieser Stelle griff die Kunstvermittlerin stärker ein als im übrigen Prozess, weil sie sich in Bezug auf das Produkt des Projektes mehrfach verpflichtet fühlte. Dem Museum, dem Forschungsinstitut und nicht zuletzt den eigenen Gestaltungsansprüchen und dem Vermittlungsprojekt selbst. Sie brachte an dieser Stelle auch ihre gestalterische Expertise ein. Zwar wurden alle Entscheidungen in Bezug auf Bild- und Textauswahl in der Gruppe diskutiert und beschlossen, aber der Bleibeführer erhielt ein homogenes, aktuelles Standards und Konventionen entsprechendes Grafikdesign. Er wurde darum auch von Seiten des Museums als Produkt akzeptiert und lag neben den anderen Angeboten im Museumsshop zum Verkauf aus. Gleichzeitig wurde er auch in der Stadt Zürich stark nachgefragt von Organisationen, die im Bereich Migration arbeiten. Der professionelle Auftritt der Publikation hatte demnach einen mehrfach taktischen Nutzen und führte dazu,
dass der Bleibeführer in einer zweiten Auflage nachgedruckt wurde. Das sind Bilder vom Bleibeführer. Oh, so. Die Funktionen der Vermittlung aus der Perspektive des Museums sind in diesem Projekt vielschichtig. Sie beinhalten eine reproduktive Dimension, da zumindest temporär neue Nutzerinnen für das Museum erreicht wurden. Doch tritt dieser Aspekt gegenüber der dekonstruktiven Funktion der Vermittlung in den Hintergrund. Diese liegt zum einen in der kritischen Hinterfragung der Adressierungen, welche das Museum und die besuchte Ausstellung Global Design implizit vornahmen. Nicht nur auf der diskursiven Ebene, sondern bereits durch die Anwesenheit von Personen, die von den meisten gesellschaftlichen Ressourcen aufgrund von alltäglichem und strukturellem Rassismus ausgeschlossen sind. Zum anderen, weil mit dem Bleibeführer ein neuer Beitrag entstand, der an das Bestehende als Vorschlag für eine Interpretation des Themas Global Design andockte und dieses so gleichzeitig in seiner Bedeutung verschob. Weiter beinhaltet das Projekt auch eine transformative Dimension. Durch die Bildung einer Gruppe mit Aktivitäten über die bisherigen Formate der Museumsvermittlung hinaus, durch die Öffnung der Vermittlung als Raum für gesellschaftspolitisches Handeln und durch die Nachfrage nach dem Bleibeführer durch ein anderes gesellschaftliches Handlungsfeld. Das Museum transformierte sich in diesem Rahmen zu einer Institution of Critique, wie sie die Künstlerin Andrea Fraser als Konsequenz von 30 Jahren Institutionskritik in der Kunst einfordert. Mittelfristig trug das Projekt Kunstvermittlung in Transformation, in welchem das Atelier verortet war, zu einer sichtbaren Veränderung am Museum bei. 2012 wurde dort die Stelle einer Kuratorin Vermittlung eingerichtet. Solche strukturellen Verankerungen der Vermittlung sind für die Weiterentwicklung einer machtkritischen Kunstvermittlung zentral. Denn wenn die aus den beschriebenen Spannungsfeldern resultierenden ethischen, pädagogischen, politischen und künstlerischen Ansprüche in einem Projekt mit einer verletzbaren Gruppe eingelöst werden sollen, ist bei der Durchführung von Vermittlungsprojekten eine pädagogische Expertise im Sinne von pädagogischer Reflexivität wichtig, die weder die Akteurinnen aus der Kunst bzw. aus der jeweiligen Fachwissenschaft noch aus der Programmgestaltung automatisch mitbringen. Other questions? Okay. Yeah. Educational term. What does it mean? Uh-huh. Educational term in English, maybe. Educational term is a term which was raised to describe that galleries and museums in the last few years focused a lot on the topic of education. That means for curators it was suddenly interesting to work upon this subject. And educational term is the title of a book which appeared in 2011, I think, in Vienna, in the edition house Schnittpunkt. And it was the title of a conference in Vienna, where they tried to find out what does this educational term mean to gallery education. So we have suddenly the situation that a lot of museums
and galleries are working on the topic of education, but they do not link it really to the work which was done the last 10 years by gallery educators. So they do not take the expertise of the pedagogues and the gallery educators in the field. And the problem with the educational tourism is that if art discovers a subject and is digesting it, then it's swallowed down and it's gone. So it is. We have now to be aware upon this fashion to work on education in museums as a curatorial subject, because education is too important to be swallowed down by the art market. So now the work is how can we deal with this educational turn in terms of how can we manifest our structures for gallery education or Kunstvermittlung, which is the second term, art mediation, using this educational turn and not losing losing the fashion or losing education as a topic when the fashion is over. Yeah? One additional question to your explanation. Yeah. Why is taking care for this division a role of the art education? Why art education? Why not, I don't know, in the field of health or school or Wirtschaft or something? Yeah. Why art? I think we are all convinced by the possibility of art and the reception of art and the confrontation with art is to make differences constructive. So in the being in confrontation with art, maybe I have to speak in German, then I'm more precise. No, I stay in English. being confronted with contemporary art, mainly contemporary art, gives the possibility to do an experience of difference. Not only an aesthetical experience, but an experience of difference. And difference can be acknowledged and not acknowledged in the same time. So you can speak about it, and but you can agree as well, all are you human beings, so the difference is not the dividing moment. And this is a possibility which is opened up by the confrontation with certain artworks, or with contemporary art. Yeah. Okay. Sorry, my Slovenia is so bad. Thank you so much for your great lecture and for your answers. I will send a hello to Carmen, okay? And transfer the thank you to her.